Wir befinden uns alle in einem Umbruch. Unternehmen denken nicht mehr wirklich über den Produktionsfaktor mit in Produkten, sondern tatsächlich Wissen ist Macht. Und Wissen ist ein Produktionsfaktor geworden, der sehr wichtig ist und der auch sehr entscheidend ist für Unternehmen, die zukünftig am Markt sich etablieren und weiterentwickeln wollen. Bei uns ist Wissen alltäglich und so wird es häufig dann auch benutzt und genommen. Es ist was, was man manchmal nicht greifen kann und manchmal auch nicht begreift. Was ich Ihnen heute zeige, diese Eckpfeiler einer Wissenskultur, das ist unsere Sicht, wie wir es aus Projekten gesehen, gelernt, erfahren haben. Das Bild ist nicht fertig, das wächst und gedeiht, verändert sich ständig. Also auch das ist nicht fertig. Und diese Eckpfeiler sind hier schön gekennzeichnet mit den Männchen, die hier stehen. Wir haben bisher 6 identifiziert, ursprünglich waren es tatsächlich mal 5. Und hier würde ich tatsächlich mal wirklich einsteigen in das Thema Ressourcen. Ressourcen ist ein ganz wichtiger Punkt und darunter fällt das Thema Zeit. Haben Mitarbeiter Zeit, Wissen zu teilen? Oder auch nicht. Häufig ist es so, dass Wissen geteilt wird, aber sie haben eigentlich keine Zeit dafür. Sie haben keine Zeit für die Vorbereitung. Wie teile ich denn mein Wissen? Wie gebe ich es weiter? Brauche ich da didaktische Fähigkeiten oder kann ich es einfach mal so über den Zaun werfen? Zeit bedeutet auch Zeit für Reflexion. Habe ich Zeit, meine Vorbereitung auch mit Reflexion zu verbringen? Was möchte ich denn weitergeben? Was ist im Unternehmen wichtig? Oder welche Zeit muss ich denn aufbringen, um Wissen zu identifizieren? Und kann ich das überhaupt? Oder muss ich es vorher strukturieren? Und wie ist es dann, wenn ich es tatsächlich übergeben will oder weiter oder teilen will? Wie geschieht eine Durchführung? Also wie gebe ich denn Wissen weiter? Und was muss ich dazu tun? Üben, anwenden. Das heißt, ich ja sagte eben, dieses Wissen über den Zaun werfen, das passiert ganz häufig. Aber neben dem Experten, der ein ganz spezielles Fachgebiet hat, der kann nur Wissen generieren, indem er es übt, indem er es anwendet, der einem zeigt, wie es funktioniert und was damit passiert. Und wir sind der Meinung, dass dieses Üben und Anwenden nur in einem Experimentierraum stattfinden kann. Und er muss angstfrei sein, er darf Fehler machen. Dazu braucht es eine Fehlerkultur, die im Unternehmen etabliert ist, die es erlaubt, Fehler zu machen und die dies nicht sanktioniert, sondern eben sich zu experimentieren und Mitarbeiter dadurch auch das Lernen ermöglicht. Das Thema Lernen ist ein ganz wichtiges Thema. Lernende Organisation ist ein großes Thema, auch in den Medien. Deswegen steht bei uns nicht Lernen, sondern Kompetenz. Wir brauchen Mitarbeiter, die wissen, was sie tun. Und wir müssen Mitarbeiter befähigen, Wissen zu transferieren. Und wir müssen sie vor allen Dingen auch unterstützen. Wir müssen ihnen Strukturen geben, wir müssen ihnen Prozesse geben und wir müssen ihnen zeigen, wie es geht. KT Champions muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Da spreche ich von einem Projekt, das wir geleitet haben bei der SAP und die genau dieses Thema hatten, wie transferieren wir Wissen von einer Entwicklungsabteilung zu einer Serviceabteilung. Wie teilen wir unser Wissen? Das ist gar nicht so einfach. Und was wir dort gemacht haben, ist, wir haben KT Champions ausgebildet. Das sind die Mitarbeiter, die alle anderen Mitarbeiter ansprechen können und zu Fragen zur Verfügung stehen und ihnen zeigen, wie Wissenstransfer effektiv gestaltet werden kann. Wir haben einen sehr menschenzentrierten Ansatz und da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Spielräume. Menschen sind unterschiedlich,
Sie haben sehr unterschiedliche Präferenzen und sie brauchen Handlungsspielraum, in dem sie sich bewegen können. Flexible Prozesse bilden da eine Grundbasis. Und das Thema Lerntypen, ganz wichtig. Nicht jeder lernt gleich, schnell oder langsam, ist völlig ein visueller Typ oder ein kinästhetischer Typ. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Das Thema Handlungsspielraum ist genauso wichtig wie das Thema Gestaltungsspielraum, denn in dem Handlungsspielraum ist er in seinem eigenen Raum und kann wirklich nach dem handeln, wie das Unternehmen es ihm vorgibt, beziehungsweise ihm die Richtung weist. Das Thema Methodenvielfalt, damit meinen wir, es gibt die unterschiedlichsten Methoden, Wissen zu transferieren. Es ist egal, ob Sie das visuell machen, ob Sie das mit einem Workshop machen. Es gibt die unterschiedlichsten Methoden, aber nicht jede Methode funktioniert gleich gut bei jemandem. Das heißt, auch hier müssen wir ein bisschen ein Auge drauf haben. Das Thema Vertrauen ist auch ein großes Thema. Vertrauen setzt voraus, dass wir die Mitarbeiter auch laufen lassen. Das heißt, die Führungskraft muss in den Mitarbeiter, sollte in den Mitarbeiter Vertrauen haben. Dazu ist aber auch die Führungskultur ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, nur wenn ich führen kann, kann ich eben auch Vorbild sein oder eben auch ein Leitbild. Ich kann wirklich was vorleben als Führungskraft. Und wir brauchen das Thema Mitarbeiter wertschätzen. Dass Mitarbeiter wissen, wirklich der einzelne Mitarbeiter wertgeschätzt wird. Es ist wirklich was wert und man kennt den Wert des Wissens. Die Fragenkultur ist nochmal ein wichtiger Punkt, denn erst wenn ich Fragen stelle, habe ich mich mit einem Thema befasst und kann dadurch auch nochmal Dinge hinterfragen. Und wenn ich nicht frage, denke ich vielleicht auch nicht über verschiedene Themen nach. Das Thema Kommunikation ist ein weiterer Eckpfeiler, ganz wichtig. Es gibt zwei Formen, die wir meistens unterstützen. Das ist informell und formell. Ganz häufig sehen wir es, dass diese wohlbeliebten Kaffeeecken zum Leidwesen unserer Meinung gestrichen werden oder als uneffektiv gelten. Doch dem ist es nicht so. Da passiert nämlich der wirkliche Wissenstransfer. Das ist das, wo die Mitarbeiter wirklich Wissen austauschen. Und es ist immer ganz, ganz schade, wenn das nicht fokussiert wird. Wir kennen Unternehmen, die haben das erkannt und die haben bei ihrer Kaffeemaschine einen ungefähr doppelt so großen Raum, und zwar in jedem Stockwerk. Die Mitarbeiter dürfen dort sitzen und Zeit verbringen, um informellen Austausch zu fördern. Formell genauso wichtig. Wissensaustausch wirklich als Unternehmen auch voranzutreiben und das Formelle zu unterstützen. Ob das jetzt in Form von Kaffeeecken sind oder ob das Knowledge Jams oder was auch immer man sie benennt, nehmen kann. Der letzte Punkt ist das Thema Sinn. Ganz wichtig für die Mitarbeiter. Das Ganze muss Sinn machen, wenn ich da was tue. Und es macht für mich nur Sinn als Mitarbeiter, wenn ich meine Ziele kenne, wenn ich das Unternehmen kenne, wenn ich weiß, wo es hin will, wenn ich weiß, was es für eine Strategie hat. Und ich will es freiwillig machen. Es soll mir Spaß machen. Aber auch das muss die Führungskraft unterstützen. Genauso wichtig wie eine Transparenz. Wenn das Unternehmen irgendwas propagiert und aber anders handelt, ist es schon sehr schwierig, glaubhaft zu bleiben. Und für den Mitarbeiter ganz, ganz wichtig, das Thema Nutzen. Der Nutzen muss sich vor allem für den Einzelnen generieren, aber auch für die Gruppe. Und die Routine, denn erst wenn es zu meiner Routine wird, Wissen zu teilen, dann schließt sich der Kreis und macht für mich natürlich auch wieder Sinn. Wie gesagt, das sind jetzt so die Eckpfeiler, die wir zusammengetragen haben im Laufe unserer Projekte und bin gespannt auf Ihre Anregungen, Fragen, Kommentare, was auch immer. Bedanke mich erstmal.